Magmakammer unter der Caldera dargestellt. Die Magmakammer des Yellowstone ist bemerkenswerte 25 Kilometer breit und 40 Kilometer lang. Sie hat eine Tiefe von 10 Kilometern. Die Fläche ist 20 Mal so groß wie Manhattan. Würde der Vulkan ausbrechen, hätte das unabsehbare Folgen. Sie würden denen gleichen, die der Ausbruch des Toba vor 74.000 Jahren nach sich zog. Es ist nur noch etwas mehr als eine Sekunde bis Mitternacht auf unserer Uhr der Erdgeschichte. Der indonesische Supervulkan Toba ist ausgebrochen. Unsere menschlichen Vorfahren werden einer fürchterlichen Bedrohung ausgesetzt. Nicht das Magma ist so gefährlich, sondern die vulkanische Asche. Es wurden gewaltige Aschemengen ausgestoßen. Die zogen nach Nordwesten und bedeckten Indien. Über 30 Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche werden von Asche bedeckt. Jeder, der in dieser Zone lebt, beginnt Hunger zu leiden. Der Aschenniederschlag des Toba hat die Vegetation in Indien in großem Stil beeinträchtigt. Für die Menschen gab es keine Pflanzen mehr zu essen. Weil der Mensch als Raubtier außerdem am Ende der Nahrungskette steht, hatte er noch viel mehr zu leiden. Die Aschewolke ist tödlich. Doch Vulkane haben eine noch gefährlichere Waffe in ihrem Arsenal. Schwefeldioxid. Der Toba hat möglicherweise über 3 Milliarden Tonnen dieses Gases ausgestoßen. Bill McGuire, ein Vulkanologe, hat untersucht, welche Auswirkungen Schwefeldioxid auf den ganzen Planeten haben kann. Wenn Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt, was bei einem großen Vulkanausbruch passiert, verbindet es sich mit Wasserdampf zu Schwefelsäure. Milliarden kleiner Tröpfchen davon bleiben in der Atmosphäre. Und die reflektieren die Sonnenstrahlung zurück ins All. Das Ergebnis? Der Planet kühlt ab und es kommt zu einem vulkanischen Winter. Wie stark die Temperaturen durch den Toba-Ausbruch gefallen sein könnten, wird kontrovers diskutiert. Im Extremfall könnten es 6 Grad gewesen sein, und das über mehrere Jahre. Das hätte tatsächlich dazu geführt, dass ein Großteil der Vegetation abgestorben wäre. Die Auswirkungen, die der Ausbruch eines Supervulkans heute hätte, sind nicht auszudenken. Damals hat der Toba fast alle Menschen in Indien ausgelöscht. Vor 21.000 Jahren sahen sich die Überlebenden einer weiteren Katastrophe ausgesetzt. Dieses Mal eine, die den ganzen Planeten betraf. Eine globale Eiszeit. Auf unserer Uhr der Erdgeschichte ist es nur noch eine halbe Sekunde bis Mitternacht, 19.000 Jahre vor Christus. Der Planet steckt mitten in einer Eiszeit. Eiszeiten haben den Charakter unseres Planeten schon lange geformt. Die größte Eiszeit gab es vor 650 Millionen Jahren. Fast die gesamte Erde war von Eis bedeckt. Doch dann hatte unser Planet Glück. Vulkane brachen aus und erwärmten die Atmosphäre wieder. Aber im Laufe vieler Millionen Jahre kam das Eis immer wieder zurück. So wird es auch in Zukunft sein. Die jüngste Eiszeit liegt 21.000 Jahre zurück.
Sie hielt den Planeten im Würgegriff. Gletscher breiteten sich über der Nordhalbkugel aus. Für unsere Vorfahren gab es kein Entkommen. Eiszeiten treten regelmäßig auf und entstehen durch Veränderungen in der Erdumlaufbahn. Manchmal entfernt sich die Erde von der Sonne, der Planet kühlt sich ab und die polaren Eiskappen werden größer. Die Gletscher der jüngsten Eiszeit waren vor 21.000 Jahren am weitesten ausgedehnt, ein Zeitpunkt, der als letztes glaziales Maximum bezeichnet wird. Das letzte glaziale Maximum war in Europa so schlimm, wie es nur werden konnte. Eine 5 Kilometer dicke Eisschicht bedeckte halb Großbritannien. Und um die Eiskappe herum gab es eine Wüste, die zwar kein Eis hatte, aber auch keine Vegetation oder Bewohner. Unsere Vorfahren mussten auswandern oder sterben. Erst 7000 Jahre später begann das Tauwetter und sie konnten zurückkehren. Als sich die Gletscher zurückzogen, veränderte sich alles. Erlöst vom Würgegriff des Eises konnten sich nun Zivilisationen entwickeln. Landwirtschaft, Städte, die industrielle Revolution, Banken, das alles wurde erst durch das Ende der Eiszeit möglich. Doch unsere Zivilisation ist so komplex, dass wir hilflos wären, wenn die Gletscher zurückkämen. Und es ist davon auszugehen, dass das geschehen wird. Die Erde entfernt sich auf ihrer Umlaufbahn bereits wieder weiter von der Sonne. Die Gletscher werden wiederkommen. Eine sehr schnell auftretende neue Eiszeit würde unweigerlich zu einem kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft und der Wirtschaft führen. Die Menschen würden massenhaft südwärts ziehen. Das wäre zweifellos die Basis für Kriege und Konflikte. Die Zivilisation, die unser Leben angenehmer macht, macht uns auch verwundbarer. 11.000 Jahre vor Christus, weniger als eine Sekunde auf unserer Uhr der Erdgeschichte. Unsere Vorfahren in der Steinzeit haben Glück gehabt. Sie waren südwärts gezogen und haben überlebt. Die Menschheit hat den Ausbruch eines Supervulkans und einer Eiszeit überstanden. Eine neuerliche Katastrophe erscheint zu diesem Zeitpunkt eigentlich unwahrscheinlich. Leider war das nicht ganz der Fall. Das Schlimmste war zwar überstanden, aber es gab immer noch genug Bedrohungen. Himmelskörper sind schon immer auf die Erde eingeschlagen. Sie waren sogar für Massenaussterben verantwortlich. Wissenschaftler gehen heute der Frage nach, ob auch Menschen von kosmischen Katastrophen direkt betroffen wurden. Ohio, USA. Das ist der Schauplatz einer Katastrophe. Sie hat einen großen Einfluss auf das Leben ihrer Zeit. Ken Tankersley glaubt, dass diese Gegend vor 13.000 Jahren, am Ende der jüngsten Eiszeit, eine Katastrophe erlebte, die ihren Ursprung im Weltall hatte. Heute besteht Ohio zum Großteil aus Ackerland. Von den Sümpfen, die das Land vor 13.000 Jahren dominierten, ist kaum noch etwas übrig. Damals lebten hier eindrucksvolle Tiere. Hier streuten riesige Säugetiere herum, zum Beispiel Mammuts und Mastodonten.
Diese Riesen waren eine willkommene Beute für die stärksten Raubtiere des Kontinents. Die Menschen. Die Menschen, die hier lebten, gehörten zur Clovis-Kultur. Sie waren Jäger und Sammler der Steinzeit. Sie jagten in großem Stil, sammelten Pflanzen und lebten in großen Familien. Sie hatten sich über Tausende von Jahren an ihre Umgebung angepasst. Doch dann kam es zu einer Katastrophe. Die Riesensäugetiere verschwanden und den Menschen fehlte eine Lebensgrundlage. Hinweise, die diese Katastrophe erklären könnten, finden sich 10 Meter unter der Erde. Die Sheridan-Höhle ist eine natürliche Zeitkapsel. Ihre Geheimnisse könnten das Rätsel der verschwundenen Riesensäugetiere in sich bergen. Ken Tankersley konnte in der Höhle bereits einige archäologische Schätze heben. Sie stammen aus der Zeit, als die Katastrophe geschah. Der Weg in die Höhle führt tief hinab. Und er führt zurück in der Zeit. Ausgrabungen in der Höhle haben eine matte, rote Schicht offenbart, die Zeit markiert, als die Riesensäugetiere verschwanden. Sie wird als Clovis-Schicht bezeichnet. Die Clovis-Schicht, die wir hier in der Höhle sehen, ist sehr deutlich. Unter ihr gibt es Überreste der Riesensäugetiere, über ihr nicht mehr. Sie stimmt klar mit der Zeit des Aussterbens überein. Das gleiche Phänomen ist an über 20 weiteren Ausgrabungsstätten in Amerika zu finden. Die Schicht markiert genau den Zeitraum, in dem die Riesensäugetiere ausstarben. Eines der Dinge, die mich an dieser Zeit und an diesem Ort faszinieren, ist, dass wir keine eindeutige Erklärung für das Aussterben der Riesensäugetiere haben. Zu viel Jagd durch den Menschen kann es nicht sein. Und alle vorherigen Eiszeiten haben diese Tiere überlebt. Warum dann diese nicht? Warum hier nicht? Das ist eine der faszinierendsten Fragen, mit denen ich je konfrontiert wurde. Die Ausgrabungen gehen weiter. Nach über 10 Jahren werden immer noch jede Menge Knochen zutage gefördert. Der Knochen sieht zwar neu aus, ist aber 13.000 Jahre alt. Er stammt aus der Zeit des Aussterbens. Und er deutet auf einen gewaltsamen Tod hin. An diesem speziellen Exemplar ist außerordentlich interessant, dass es Feuerspuren hat. Es ist geschwärzt. Der Fußknochen stammt von einer heute ausgestorbenen Schweineart. Das Tier hatte die Größe eines heutigen Wildschweines. Um das Fleisch von einem Tier der Größe eines Wildschweins abzubrennen, sind Temperaturen von 300 bis 600 Grad Celsius nötig. Dieses Tier wurde über keiner Feuerstelle gebraten. Das Tier wurde regelrecht eingeäschert, so wie die ganze Gegend. Wir sprechen hier von einem gewaltigen Feuer, fast einer Explosion. Wie kam es dazu? Vor 13.000 Jahren kam es in Amerika zu einer folgenschweren Katastrophe. Die Riesensäugetiere starben aus und die Menschen, die sie jagten, verloren ihre Lebensgrundlage. Es war der Einschlag eines Himmelskörpers, der die Riesensäugetiere zum Untergang verurteilte. Sie konnten sich nicht an die veränderten Umweltbedingungen anpassen.